Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu diesem Video. Mal kein Let's Play, mal keine Livestream-Ankündigung, kein Special-Event oder sonst irgendwas. Heute geht's mal wirklich nur rund um den Kanal. Im 5000 Abonnenten-Special haben wir ja drüber gesprochen gehabt, dass der Kanal sich ja ein bisschen verändern muss, dass wir mehr Vielfalt reinbringen. Und das Ganze hört sich extrem gut an, das würde ich auch weiterhin versuchen so umzusetzen. Allerdings, ja, funktioniert das Ganze nicht so, denn es ist natürlich was passiert, was jetzt für mich eine extrem schöne Sache ist, für euch wahrscheinlich aber eher weniger. Ich habe jetzt 13 Jahre lang für die Pinmail AG gearbeitet, als Postbote, als Abholer, als Disponent. Ich war im Lager, war ich gewesen für ein paar Monate und so weiter und so fort. Also ich habe eigentlich alles durch, was man bei der Pinmail AG so arbeiten kann. Zuletzt war es jetzt, wie gesagt, die Zustellung, die ich jetzt seit über einem Jahr dann gemacht habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so mittlerweile bin ich am Punkt gekommen, wo ich dir gesagt habe, das will ich nicht mehr. Also bei Wind, bei Wetter, bei Regen, bei Hitze, du warst immer, irgendwas war immer. Ja, war das halt einfach kein schönes Arbeiten mehr. Jetzt durch Corona ja sowieso noch alles super anstrengend geworden mit Schichtdiensten und alles sowas. Das ist halt alles das, was mir irgendwie gefühlt nicht mehr gepasst hat. Und dadurch, dass ich jetzt gerade in der Elternzeit war, ist es jetzt natürlich so entstanden, dass ich mir gesagt habe, okay, bevor ich jetzt gleich wieder bei der PIN anfange, probierst du es noch einfach mal so eine Bewerbungswelle loszuschicken. Meine Bewerbungswelle bestand dann aus zwei ganzen Bewerbungen, aber einmal an die BT und einmal an Regobus Potsdam Mittelmark. Und ja, was soll ich sagen? Bei Regobus Potsdam Mittelmark ging es dann auf einmal ganz schnell, dass ich dann halt ein Bewerbungsgespräch hatte, dass ich dann beim Betriebsarzt war, dass ich die Fahrschule angemeldet habe und prompt hatte ich dann den Arbeitsvertrag dann auf dem Tisch. Und dieser beginnt, wie gesagt, heute am 1.10.2020. Dadurch ist natürlich jetzt für mich heute das der allererste Tag, heute in einer neuen Firma zu arbeiten, nach 13 Jahren. Und das ist natürlich ein absolutes Highlight. Die Fahrschule beginnt am 15.10.2020, also das bedeutet, in ein paar Tagen geht's los. Dann geht das Ganze auch mit der richtigen Fahrschule los. Und ja, Regiobus Potsdam Mittelmark hat es halt natürlich so schön, dass ich das Ganze als Quereinsteiger machen kann. Also jetzt nicht nur mit einer normalen Ausbildung, die so 2-3 Jahre dauert, sondern ich mache das Ganze verkürzt in ja, ungefähr 6 Monaten oder sowas. Was natürlich dann aber auch viel mit Lernen, Selbstlernen natürlich zu tun hat, weil... Wie gesagt, ich habe keinen Lehrer, kein Unterrichtsfach oder sonst irgendwas, sondern ich sitze praktisch zu Hause mit den ganzen Büchern und versuche das mir selbst beizubringen. Wie gesagt, außer der Fahrschule, die jetzt noch mit drin ist, muss ich trotzdem eine IHK-Prüfung ablegen. Ich muss trotzdem die Prüfung machen von der DEKRA. Und ja, das Ganze muss natürlich irgendwie untergebracht werden. Und was passiert natürlich dann mit dem Kanal? Weil, wie gesagt, ich werde mich jetzt wirklich hauptsächlich jetzt die nächsten Monate auf das Ganze mit der Fahrschule jetzt mich beschränken. Ich werde mich darum jetzt kümmern. Ich werde gucken, dass ich das Ganze jetzt so schnell wie möglich jetzt hier abschließe, damit ich dann offiziell irgendwann mal denn als richtiger Busfahrer denn für Regiobus Potsdam Mittelmark arbeiten kann. Und das ist natürlich jetzt so mein nächstes Ziel. Das Problem ist, der Kanal wird wahrscheinlich drunter leiden. Wir werden weiterhin natürlich versuchen, die ÖPNV-News natürlich fortzuführen, dass wir das Ganze halt trotzdem machen. Vielleicht muss da mein Team ein bisschen mehr jetzt, ein bisschen genauer jetzt recherchieren, damit ich das halt wirklich alles jetzt einfach nur noch dann aufnehmen kann und das Ganze dann halt praktisch als Video dann immer sonntags dann veröffentlichen kann. Wir werden weiterhin versuchen, auch die Livestreams immer aufrecht zu halten, dass wir hier mal zumindest einmal in der Woche hier einen Livestream machen können. Wie gesagt, hängt natürlich immer davon ab, wie weit hänge ich jetzt hinterher mit dem Schulstoff oder sowas. Ne? Krankheit kommt, kann ja auch immer noch dazwischen kommen. Und aber da werden wir natürlich dann versuchen, dass das Ganze geht. Ja, aber wie sieht es mit den Let's Plays aus? Und da sehe ich wahrscheinlich gerade aktuell den größten Knackpunkt. Ein Let's Play ist ein bisschen anders, das Ganze halt aufzunehmen, das Ganze zu bearbeiten, hochzuladen und zu, ja, wieder und wieder zu bearbeiten halt auf YouTube. Beim Livestream ist es halt einfach so, du hast jetzt Bock zum Spielen, du machst jetzt einfach den Stream an und los geht's, ja, da muss jetzt nicht drauf geachtet werden, ja, ob das jetzt alles so richtig ist und wenn da mal ein Fehler drin ist, ja, dann ist das halt in einem Livestream so, im Let's Play müsste ich das Ganze wieder abbrechen, müsste das Ganze mal von vorne machen und das kostet natürlich alles mega Zeit und das ist halt auch der Punkt, worauf ich hinaus will. Es wird wahrscheinlich sein, dass wir in der aktuellen Zeit jetzt, ich kann ja jetzt nur von den nächsten Monaten sprechen, wir erstmal deutlich weniger Let's Plays auf dem Kanal haben werden, als es jetzt ursprünglich der Fall war mit jeden Tag einem Video.
Wenn natürlich neue Simulationen rauskommen, wenn neue Spiele rauskommen, die uns jetzt so für den Kanal natürlich interessant sind, dann werde ich natürlich gucken, dass wir das Ganze halt dementsprechend auch ja gleich am Tag dann veröffentlichen, per Livestream oder per Video halt. Aber es wird halt nicht mal so sein, dass ich jetzt hier jeden Tag irgendwelche Lotus-Videos, Omsi-Videos oder sonst irgendwas hier aufnehmen werde. Wir müssen halt gucken, dann auch zukünftig, wie sieht es denn das Ganze mit den Specials aus und sowas. Ihr wisst ja auch, in den ersten 6 Monaten ist Urlaub nicht gern gesehen. Also von daher, ja, zumindest bis Februar muss ich auf jeden Fall jetzt erstmal hart durcharbeiten, bis das Ganze dann vielleicht sich dann wieder normalisiert und wir dann wieder normal von vorne dann starten können. Ich aber auch den Kanal irgendwie nicht aufgeben will, weil wir haben es zusammen so weit geschafft. Ich jetzt aber verstehen kann, wenn der eine oder andere jetzt aber sagt, so, nee, das will ich nicht. Also wenn jetzt nicht täglich neuer Content kommt, dann will ich damit nichts mehr zu tun haben. Wie gesagt, das ist alles dann komplett legitim, aber ich kann euch versichern, dass wir weiterhin, ich irgendwelche Lösungen mir einfallen lasse, damit das Ganze geht. Wir haben auch schon überlegt, ob wir vielleicht das Team dann einfach aufnehmen lassen, damit ihr dann täglich eure Videos eventuell bekommt. Oder ja, wie wir das halt irgendwie so machen könnten. Das ist natürlich immer eine Sache, ne? Manch einer ist dem immer dann nicht sympathisch oder sowas. Und ich bin auch irgendwie ein bisschen schüchtern, da irgendwie meinen Kanal irgendwie in fremden Händen, in Anführungsstrichen, dann abzugeben. Mein Vertrauen, mein Team bis ins Unendliche, dass sie hier keinen Schindluder machen. Aber ich weiß halt aus Erfahrungen von Micro Hazard TV, dass das meistens immer ein bisschen schief geht, weil man muss sich dann halt wieder komplett umgewöhnen, halt an die Stimme muss man sich wieder umgewöhnen. Man muss sich halt wieder umgewöhnen, dass die Qualität vielleicht anders ist, als wie wir das jetzt bisher kennen hier in dem Video. Und deswegen weiß ich nicht, ob das so die optimalste Lösung ist, die wir jetzt hier finden. Zumindest will ich aber versuchen, dass, wie gesagt, die ÖPNV-News weiterhin sonntags kommen, dass wir weiterhin auf den Livestream setzen werden. Vielleicht kann es sogar passieren, dass wir vielleicht dann öfter streamen, aber da muss man dann halt gucken, ja, um das halt ein bisschen mit den Let's Plays so ein bisschen auszugleichen. Aber wir müssen auch gucken, wie das halt zukünftig mit den Let's Plays dann vonstatten geht. Ich meine, ihr alle kennt selber Omsi und ihr alle selber kennt wahrscheinlich auch Lotus. Da funktioniert teilweise manchmal nicht immer alles reibungslos und dann ja, wird es natürlich ja auch so eine Qualität abliefern, dass man damit auch so ein bisschen prahlen kann halt, ja, dass du jetzt, jetzt nicht irgendwie dich jetzt verfährst und dann hast du nicht gesehen und dann stehst du dann mitten in der Pampa und die Folge ist dann blöd und hast nicht gesehen. Also bin ich dann halt so ein Mensch, der löscht die komplette Aufnahme und macht das Ganze halt einfach nochmal neu, ja, um dann mit dem das Ganze dann halt richtig dann passt und sitzt halt. Und das ist halt so die Zeit, die mir jetzt hier aktuell so ein bisschen fehlt. Und ich jetzt, wie gesagt, wirklich sagen muss, das wird jetzt auch das Ding sein, was ich jetzt erstmal so den Stecker ziehen muss. Wir haben auch schon im Team besprochen, wie wir das auch vielleicht ein bisschen handhaben können, als kleinen Ausgleich vielleicht, dass wir zum Beispiel so eine Art Tagebuch hier führen auf dem Kanal, vom Simulator halt ins reale Leben als Busfahrer. Oder wir werden hier vielleicht auch so den einen oder anderen Livestream machen, wo wir zusammen mal hier diese ganzen Prüfbögen mal so abgehen, also so durchgehen, ja, um einfach mal, vielleicht interessiert euch das ja auch, ihr wollt vielleicht auch Busfahrer werden und dann könntet ihr vielleicht da schon so, ich sag mal so in Anführungsstrichen, ein bisschen mitlernen. Und da werden wir natürlich auch irgendwie gucken, dass wir das Ganze finden bei uns auf der Website. Also wir haben jetzt extra eine Website jetzt eingerichtet, wo wir dann halt zukünftig dann vielleicht auch das immer so ein bisschen schriftlich dann festhalten können. Auf dem Discord wird das Ganze genauso sein, ja, dass wir das Ganze halt irgendwie so dokumentieren, wie das halt ist, ja, wenn man so durch eine Ausbildung geht Richtung Busfahrer. Das Ganze halt dann von der Simulation halt her. Und das ist halt auch der Grund dieses Videos. Ich weiß, wie gesagt, es ist jetzt für den einen oder anderen jetzt, holy, mir fällt es selber nicht leicht, das ganze Video jetzt hier gerade aufzunehmen. Aber es ist halt, wie es ist. Ich muss natürlich auch ein bisschen auch an meine Kinder denken. Wir haben auch nicht vor, ewig jetzt hier noch in Berlin zu wohnen. Sprich, wir müssen natürlich ein bisschen Geld sammeln, damit wir uns irgendwo mal ein Haus irgendwo kaufen können. Frau, die ist natürlich hier auch unglücklich mit ihrem Arbeitgeber. Und ja, das war, wie gesagt, mit der PIN hätte ich da irgendwie gar nichts mehr reißen können. Das ist halt schwer zu erklären, weil dann müsste ich euch jetzt halt mitten reinnehmen, jetzt, was jetzt so in den letzten 13 Jahren bei der PIN-Mail-AG passiert ist, aber das würde das Video wahrscheinlich extrem sprengen. Ja, aber so sieht es jetzt halt auf jeden Fall erstmal aus. Das soll jetzt hier keine Ausrede sein. Wie gesagt, ich kann verstehen, wenn der ein oder andere es von euch jetzt so ziemlich blöd findet und doof findet. Aber wie gesagt, da muss ich in dem Punkt mal jetzt ein bisschen an mich und meine Familie denken.
damit ich meinen Kindern irgendwann mal ein Leben geben kann, was ich damals auch genossen habe. Und das, wie gesagt, möchte ich gern weitergeben. Das kannst du halt in Berlin nicht so wirklich halt vollbringen, das Ding. Wie gesagt, ich bin sowieso 2 Jahre erstmal sowieso verpflichtet, erstmal bei der Regiobus Potsdam Mittelmarkt zu arbeiten. Und das werde ich natürlich auch machen. Ich werde wahrscheinlich sogar noch länger denn da bleiben, so wie ich mich kenne. Ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr loyal ist. Aber wie gesagt, trotzdem kommt irgendwann mal so der Punkt mehr, einfach zu sagen, so, wir packen jetzt unsere Sachen und gehen dann. Aber wie gesagt, bei der PIMMEL AG für einen Hungerlohn ist das halt nicht möglich. Ja? Und ja, was soll ich sagen, Leute? Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal der Standpunkt, den ich euch jetzt hier mitteilen wollte. Es ist für mich mega wichtig, dass ihr Bescheid wisst, was jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten hier auf dem Kanal passieren. Auch ja, wir werden uns Tramsen trotzdem weiterhin angucken. Wir werden uns The Bus weiterhin angucken. Und da werden wir auch die ganzen News zu machen. Und das kommt alles, wenn es denn da ist. Aber ich werde jetzt halt keine alten Kamellen jetzt in dem Sinne mehr vorholen, wie dass ich jetzt hier auf zum Beispiel Omsi jetzt hier ewig und ewig weiter ausschlachte. Und die Langeweile in Lotus vertreibe, weil halt kein neuer Content zum Beispiel kommt oder sowas. Da werde ich jetzt nicht alten Content jetzt nochmal vorholen. Ich habe jetzt nochmal auf eure Top 5 jetzt nochmal gefragt, was sind eure Top 5 Karten. Das werde ich natürlich noch machen, das Ganze. Aber sonst wird es hier wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit wahrscheinlich erstmal ein bisschen ruhiger hier auf dem Kanal. Wie gesagt, Livestream, klar. ÖPNV-News, klar. Aber Let's Plays, wahrscheinlich nö. Also so, dass ihr erstmal zumindest Bescheid wisst, wie das Ganze hier in den nächsten Monaten jetzt erstmal weitergeht. Sobald ich irgendwas mehr weiß, ja, dann kann ich auch gerne mal so ein Status-Update mal dazu bringen, wie es dann weitergeht mit dem Kanal. Aber wie gesagt, ich fokussiere mich jetzt erstmal komplett auf meine Fahrschule, auf meinen neuen Arbeitgeber, um das Ganze natürlich da perfekt erstmal zu machen, dass das Ganze dann auch ich wieder richtig Fuß gefasst habe in der neuen Firma. Drückt mir die Daumen, würde ich mich natürlich mega drüber freuen. Auch natürlich über eure Unterstützung, die ihr mir jetzt vielleicht hier so als mit Däumchen dalassen könnt oder vielleicht was Nettes in den Kommentaren schreibt, dass wir das Ganze hier gemeinsam packen, hier mit ÖPNV-Simulation, dass der Kanal nicht eingestellt wird und wir weiterhin natürlich tollen Content hier weiter kreieren und irgendwann die Zeit wieder da ist, dass ich wieder voll und ganz für euch wieder da bin. Aber in der Zeit müsst ihr mich jetzt ein bisschen unterstützen. Würde ich mich halt mega drüber freuen, wenn wir uns in zukünftig hier weiterhin sehen auf ÖPNV-Simulation. Leute, ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das Video jetzt nicht krumm jetzt so, oder weil ich hier ein bisschen dahin lalle und so irgendwie. Aber ja, tschüss, Leute.